Hallo? Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, und zwar heute mal ein ganz wichtiges Informationsvideo. Leute, ich sag extra ganz wichtig, weil es wirklich wichtig ist, weil ihr wollt euch ja die nächste Zeit in meinem Kanal nicht langweilen, und ich habe auch von mehr zu uploaden jetzt in nächster Zeit, aber dafür brauche ich dann halt jetzt eben euch in diesem Video, denn ihr werdet entscheiden, was die nächste Zeit kommt, aber dazu jetzt erstmal mehr. Und zwar kamen in letzter Zeit halt immer nur die ganzen Filme, da die GTA-Filme, und ich habe gedacht, für die, die mich eben nicht für diese Filme abonniert haben, das wird auf jeden Fall langweilig für die jetzt werden. Und dazu kommen wir dann gleich noch zu noch einem Punkt, und zwar habe ich ja groß angekündigt, dass halt LSPD 2 kommt. Das Ganze wird sich allerdings ziemlich verspäten, weil wir haben den ganzen Film einmal aufgenommen, aber wir haben ihn komplett wieder gelöscht sozusagen. Das heißt, wir haben gut eine Woche lang dran aufgenommen und haben einfach alles auf null resettet, weil wir mit dem Drehbuch und so weiter am Ende doch nicht so ganz glücklich waren. Aber dann, ich hoffe, ihr versteht das Ganze auf jeden Fall, weil wir wollen natürlich den Film sehr gut machen. Das ist natürlich klar, sonst würden wir uns nicht die Mühe für einen Film machen, wenn er am Ende doch scheiße ist. Weil das wäre meiner Meinung nach natürlich ziemlich krass Zeitverschwendung, weil man sollte mit seinen eigenen Videos auf YouTube auch zufrieden sein und naja, egal, kommen wir direkt zum nächsten Thema. Bevor wir zum nächsten Thema kommen, schreibt bitte mal in die Kommentare, ob ihr das versteht, warum das jetzt noch so dauert, ob ihr da einverstanden seid, ob ihr das okay findet, oder schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare mit dem Hashtag zu LSPD2. Schreibt Hashtag zu LSPD2, so wie es jetzt hier gerade im Bildschirm eingeblendet ist. Also, ich bin auf eure Meinung gespannt, Leute. Und wir kommen einfach direkt zum nächsten Thema. Und zwar kommen wir zu dem Thema zukünftige Videos. Und zwar haben mich natürlich sehr, sehr viele Leute eben nicht für die GTA-Filme abonniert, auch wenn diese Filme halt ziemlich gut ankommen. Es gibt natürlich trotzdem welche, die mich nicht dafür abonniert haben. Und da ich keine Glitches mehr auf YouTube zeigen möchte, oder gerade mein Handy im Hintergrund gebrummt, egal. Da ich halt keine Glitches mehr auf YouTube zeigen möchte und da ich irgendwie auch keinen Spaß mehr daran habe, ich weiß auch nicht wieso, irgendwie, ich finde Glitch nicht mehr so toll, irgendwie, das haben auch schon sehr viele andere YouTuber gesagt, GTA wird langweilig, einige sind da meiner Meinung, andere sind da einer anderen Meinung, dass GTA eben nicht langweilig wird. Ich bin halt der Meinung, GTA wird langweilig, und deshalb lasse ich euch entscheiden, was denn hier auf meinem Kanal zu sehen ist, die Zukunft. Denn wenn schon GTA langweilig wird, warum sollte es dann auch auf meinem YouTube-Kanal langweilig werden, was es meiner Meinung nach inzwischen auch schon ein bisschen ist. Und deswegen habe ich halt gedacht, Leute, in der Videobeschreibung ist ein Link zu Google Plus, zu meinem Google Plus-Konto, da könnt ihr dann direkt nochmal followen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und jetzt von der Werbung halt zurück zum Thema. Auf dieser Google Plus-Seite, da habe ich eine Umfrage erstellt. Und zwar könnt ihr dann da antippen, was ihr gerne sehen möchtet. Ihr könnt auch eure eigenen Vorschläge unten in die Kommentare schreiben. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Also bitte Leute, geht auf diesen Link in der Videobeschreibung, ihr werdet direkt weitergeleitet zu einer Umfrage. Beantwortet diese auch wirklich ehrlich, denn es wird die Zukunft erstmal für eine Zeit lang bestimmen. Und außerdem wollt ihr ja nicht irgendwelche Videos sehen, die euch gar nicht interessieren. Von wegen, ihr mögt einfach so, wenn Leute GTA-Rennen aufnehmen und ihr klickt aber trotzdem mal was anderes an, was habt ihr im Endeffekt davon? Ihr werdet dann eine lange Zeit lang erstmal auch dann halt nur das sehen, was euch gar nicht interessiert, wenn ihr das Falsche anklickt. Aber Leute, ich bin jetzt erstmal raus. Ich danke erstmal, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Und ich hoffe natürlich, ihr geht auf die Umfrage. Ich hoffe, dass da sehr, sehr viele Stimmen zusammenkommen. Und wenn ihr wirklich halt meine Videos öfters mal schaut, dann würde ich euch empfehlen, wirklich auch abzustimmen. Denn jede Stimme könnte am Ende halt das Urteil fällen sozusagen. Jede Stimme, es könnte auf eine Stimme am Ende ankommen. Man weiß es ja nicht. Also Leute, ich bin jetzt erstmal raus. Es ist alles soweit gesagt. Die Tage werden danach der Umfrage auch häufiger Videos kommen. Und zwar auch dann diese Videos, die halt in dieser Umfrage gewonnen haben. Also Leute, ich bin raus. Haut hier rein. Ciao. Bis zum nächsten Mal.